Ja, ich habe einen Dietikon vom Flugplatz Breitenbach 1949 angefangen. Durch einen Kollegen von Max, der Flückiger Ernst, hat mich angebohrt, als ich mit ihm heim bin vom Flugplatz. Ich bin nicht um dort, weil der Max arbeiten, der sollte dringend einen Arbeiter haben. Und er hat das Gefühl, ich wäre der richtige Mann für ihn. Plötzlich ist der Max gekommen, ob ich nicht würde. Habe ich gesagt, ja, jetzt ist es ein bisschen abgeklärt und wir sind uns einig geworden. Und dann hat er gesagt, ich sollte auf Breitenbach rauskommen, auf Dietikon. Und bin ich dort draußen und hatte dort ein Zimmer gehabt. Und auch morgen noch, das ist, ich kann nicht mehr genau sagen, wie lange, etwa 3 oder 4 Monate noch, sind wir da gewesen, bis wir nachher anfangen konnten, sukzessive zügeln auf Breitenbach hier. Und die was kleinere Bestandteile und Dinge waren, haben wir jedes Mal das Flugzeug total voll geladen. Und nur neben Flugzeugrumpf und Flügel von der Piper, die haben wir auf der Seite von diesem Dreiradauto ein Gestell gemacht und die haben wir auf der Seite können drauflegen und sind dann nachher so mit dem auf Breitenbach aufgetätschelt. Das wird heute sehr wahrscheinlich nicht mehr bewilligt, oder? Der Grund für den ersten Meilenstein war für die Firma Ringier die Herausforderung, die braune Farbe auf das damalige Unterhaltungsblatt, das gelbe Heftchen, in bessere Druckqualität zu bringen. Als innovatives Unternehmen ist es derweil rasch gelungen, das Lamellenrackel in einer wirtschaftlichen Fertigung zu entwickeln und auch weltweit zu patentieren. Schlussendlich ist 2007 die heutige derweil Swisstec gegründet worden, die ausschliesslich Rakku und Produkte für die Druckindustrie entwickelt. Also die Faszination ist natürlich, dass mit diesen Rakku die Qualität von allen unseren Verpackungen, die man in den Läden innen sieht, Wäschpulver, Biskuit, Schokoladenverpackung, dass das mehr oder weniger alles mit unseren Rakku gedruckt wurde. Und zwar weltweit, in jedem Land der Welt. Polishmaster war ja ganz eine ganz spezielle Entwicklung von der Firma Dätwiler, weil die hat eigentlich das Bearbeitungsverfahren umgekehrt. Das heisst, der Zylinder, der beim konventionellen Bearbeiten drehen schnell gedreht hat, ist beim Polishmaster gerade umgekehrt gewesen. Der Zylinder hat nur ganz langsam gedreht und das Werkzeug hat schnell gedreht. Und das hat die Fachwelt eigentlich nicht gutiert am Anfang, weil die hat einfach gesagt, das kann nicht funktionieren. Die Oberfläche die wird drucken und haben eigentlich sich von dieser ganzen Technologie, die wir entwickelt haben, eher am Anfang distanziert. Nach und nach hat die Fachwelt doch Kenntnis genommen, dass hier eine Technologie rum ist, die Möglichkeiten bietet. Und heute sind immer noch sicher weit über 500 Maschinen weltweit im Einsatz und werden heute noch gebraucht, um eigentlich ganz hochpräzise Zylinder zu machen. Es ist nach wie vor die Art von der Technologie her, wie dass man einen Zylinder optimal rund machen kann.
ist unglaublich, was wir in diesen 75 Jahren erreicht haben. Von der Zeit her ist natürlich, hat es andere Firmen, die viel älter sind als wir. Aber ich würde sagen, es hat kaum Firmen, die so viele verschiedene Branchen tätig waren in diesen 75 kurzen Jahren. Der Grossvater hat angefangen mit einem einfachen Flügerbetrieb. Und was er immer wieder im letzten Schritt gelernt hat, hat er wieder auf die zukünftige Abenteuer können wieder benutzen, soweit wie technisches Know-how, das er gelernt hat. Und natürlich eine Gruppe Leute, die für ihn mitgearbeitet haben, die ihm immer mitgeholfen haben, um die nächsten Schritte zu erreichen. Was natürlich mit dem Grossvater angefangen hat, zieht jetzt weiter auf die dritte Generation. Und ich hoffe, dass ich mindestens ein Zehntel vom Pioniergeist vom Grossvater habe. Weil auf ihn bin ich sehr stolz, was er erreicht hat. Und natürlich auch mein Vater, dass er weitergezogen hat. Und mit den richtigen Leuten, wie wir jetzt haben, können wir jede Ebene erreichen in Zukunft. Von dem bin ich überzeugt.